einfach mal am Todesstreifen entlang. Weil wir müssen ja auch looten. Wir sind auf einer Prepper-Tour. Wir haben hier natürlich auch noch einen Pfefferspray bei. Einfach Kabelbinder drum, fertig. Ein Appel, sich irgendwie mal tief schneidet. Denn das ist nämlich die einzige Sache, die wir nicht autark haben. So, und bevor ich euch jetzt meine Ausrüstung zeige, hier erstmal der heutige Sponsor des Videos. Und der ist World of Tanks. World of Tanks ist ein kostenloses Online-Multiplayer-Game, in dem ihr mit euren Freunden oder auch alleine historische Schlachten spielen könnt. Bei World of Tanks gibt es über 550 verschiedene Panzer. Über leichte und schnelle Panzer bis hin zu schweren Panzern, die großen Schaden anrichten können. Die Schlachtfelder an World of Tanks könnten abwechslungsreicher nicht sein. Auge um Auge auf dem offenen Feld, verwinkelte Städte oder bergiges Terrain. In den über 40 Kampfarenen ist für stetige Abwechslung gesorgt. In World of Tanks entscheiden einzig und allein eure taktischen Fähigkeiten über Sieg und Niederlage. Dennoch ist das Game zugänglich für jedermann und Frau, egal ob Anfänger oder Veteran. Und für neue Spieler gibt es natürlich auch noch einen Code. Dieser lautet Tankmania. Damit bekommt ihr einen Tier 5 Panzer und 250.000 Credits Anfangscash plus 7 Tage Premiumzugang. Außerdem bekommt ihr 3 Tier 6 Panzer, die ihr von Anfang an in 10 Spielen ausprobieren könnt. Und das alles mit dem Link in der Beschreibung und dem Code Tankmania. Also Leute, Zugriff und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Hallo, Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Die große Prepper E-Bike Tour hat quasi fast begonnen. Bevor wir aber von hier starten, wir befinden uns in Hof. Hof ist quasi der Anfang des Todesstreifens. Wir wollen 1000 Kilometer bei den Todesstreifen, aber die Prepper Tour folgt nach diesem Video, denn heute zeige ich euch erstmal unsere Ausrüstung. Ausrüstungsgegenstand Nummer 1, ein Helm. Wir haben uns dazu entschieden, wir fahren mit den Prepper E-Bikes. Die sind schon etwas schnell unterwegs. Deshalb Helm, Pflicht. Chris hat auch einen Helm, der hat einen Grau, damit ich ihn vom Weitmesser erkenne. Vom Aufbau sind eigentlich fast beide Fahrräder identisch. Wir haben hier als Ausgangsposition für diese Tour das Kimiway All-Terrain Electric Fat Bike. Das ist einfach geisteskrank. Wir haben die Karre genommen, weil ich gesagt habe, pass auf, wir haben es in einem Livestream vorgeschlagen. Ey, was ist denn, wenn wir damit eine Prepper-Tour machen? So 1000 Kilometer, einfach mal am Todesstreifen entlang. Von Hof nach Travemünde hoch, quer durch Deutschland. Ja, wir probieren es aus. Sind diese Fahrräder dafür überhaupt geeignet? Dafür habe ich ein paar Umbauten vorgenommen. Der erste Umbaufaktor war hier vorne. Und zwar diese Halterung hier. Die habe ich da quasi rangebaut. Man sieht hier an der Seite, komm mal einmal rum, ich will es mal zeigen. Da hast du hier so eine Schellen, die man so festzog. Und an den Schellen dieses Gestell und daran diese Taschen. Wir haben eine Lenkertasche. Die ist nur, und zwar ausschließlich nur für den Akku. Denn wir haben einen Notfall-Ersatzakku dabei. Denn dieser kleine Klopper hier wiegt schlappe 5 Kilo ungefähr. Das ist eine 48 Volt, 7,5 Ampere, 840 Wattstunden. Guckt etwas selber, wenn euch die Daten interessieren. Er ist voll, das ist schön. Und genau, diese Tasche habe ich nur dafür konzipiert, dass hier extrem perfekt dieser Akku reinpasst. Weil wo lässt du den? Weißt du? Und den brauchst du halt nur im Notfall. Weil wir mal nämlich nicht schaffen, unsere Fahrräder oder Akkus aufzuladen über Nacht, müssen wir ja nächsten Tag trotzdem weiter. Ganz wichtig, bei dieser ganzen Prepper-Van-Tour-Geschichte sind wir natürlich autark unterwegs. Deshalb ist unsere Ausrüstung relativ groß und viel dabei. Deshalb fangen wir jetzt auch an, den Inhalt zu zeigen. Das wieder zu machen, ganz wichtig, weil alle Taschen sind natürlich regengeschützt. Weil wenn wir in so einen ordentlichen Schub kommen, in so ein Wasser, wie heißt das? Regen. Regen. Ja, dann möchte ich nicht, dass meine ganze Ausrüstung absäuft. Und deshalb das. Ich mach die mal wieder zu, ja? Also sicher, sicher. Ich habe natürlich beide Fahrräder, auch Chris seins, so gepackt, dass beide identisch von der Anordnung sind, damit ich zur Not Chris sagen kann, wo was ist und er zur Not auch mir sagen kann, wo er was hingepackt hat. Deshalb, los geht's. Das ist meine Kleidungstasche. Das ist mein Hygienebeutel. Ich will ganz kurz zeigen, ihr braucht gar nicht lange ausführen, aber denkt daran, wenn wir autark unterwegs sind, müssen wir auch unser Geschirr abwaschen. Deshalb habe ich hier auch einen Schwamm drin. Ich habe aber noch ein Duschgel bei für draußen waschen, also damit man quasi pH-neutral das auch in die Umwelt abgeben kann. Das natürlich nicht, das ist nur für, wenn man mal umduschen. Für die normale Welt. Für die normale Welt, genau. Nein, in unserer Prepper-Welt darf er damit nicht duschen. Wir wollen ja die Umwelt schonen. So, dann kommt als nächstes mein First-Aid-Kit. Das kennt ihr ja schon aus anderen Teilen. Da ist so Tabletten, alles Mögliche, was man jemals schon mal hatte, ist quasi hier verankert. Auch ein Operationsset, falls sich irgendjemand tief schneidet. So, hier haben wir Klamotten drin, T-Shirts, Socken, Unterwäsche, alles in vierfacher Ausführung. Sollten wir dann irgendwann mal nichts mehr haben, waschen wir einfach. Ein Wärmepolster. Und zwar ist das die Winston in Multicam von Gamsbock. Extrem leicht, extrem kleines Packmaß, aber perfekt, wenn es mal abends richtig arschkalt wird. Jacke drüber gezogen. Ich habe auch keinen Pullover bei. Also ich habe nicht den klassischen Hoodie, habe ich nicht bei, sondern nur diese Jacke. Eine Sache habe ich noch, ganz wichtig, eine Wund- und Heilsalbe. Direkt draufpacken, gerade so im Schrittbereich, dafür ist die göttlich. Darum liegt die auch extra, damit wir da schnell rankommen. Das war schon meine erste Tasche. Ich mache hier hinten weiter. Das ist so eine sogenannte Techniktasche, die hat Chris auf seiner Seite auch. Hier ist Kamera-Equipment drin, also alles, was für die GoPro dabei ist. Wir haben nämlich jeder eine GoPro am Lenker, Wechselakkus, dann ganz wichtig Ceva. Ceva ist so multifunktionsmäßig, entweder als Zunder zum Po abwischen oder auch zum Schnauben oder auch um eine Kompresse zu machen. Dann
Ganz wichtig, ein Corona-PCR-Testset mit Stempel, Ausfüllbogen und so weiter, dass wir auch unterwegs quasi, falls wir mal irgendwo einen brauchen sollten, uns testen können. Ein Lappen, ganz wichtig. Schmierstoffe, irgendwas mal abwischen. Irgendwo. Hier hinten drauf, ich mach das jetzt nicht ab, weil das ist echt festgegurtet. Da habe ich hier so einen richtigen Spanngurt genommen. Ne? Also richtig, damit das absolut überhaupt gar nicht wackelt. Ein Zelt. Bei Chris hinten drauf ist quasi eine Plane. Falls wir mal Bock haben, einfach so uns irgendwo einfach eine Plane hinzuspannen, weil es so warm ist und wir eins da drunter packen. Fertig. Man hätte auch einen Tab mitnehmen können, aber mein Tab ist mir dazu zu schade. Wenn so eine Plane kaputt geht, ist egal. Ganz wichtig natürlich, Tomahawk. Falls uns irgendwelche Leute komisch kommen, kriegen sie mit der Axt eins über den Schädel gezogen. Ganz einfach. Oder wir nachts quasi Angst haben müssen vor wilde Tiere oder wir auf die Jagd gehen müssen. Oder wir Holz zubereiten müssen für ein Lagerfeuer. Eine Stirnlampe, merkt ihr schon mal, Chris, da ist auch deine Stirnlampe. Kopfhörer, Wechselakkus für die GoPro. So, hier vorne haben wir einen Getränkehalter, natürlich auch noch mit am Start. Aber ist eine gute Idee, bevor es jetzt einfach losgeht, noch mal ein bisschen dopen. Denn eine vollwertige Trinkmahlzeit, perfekt für unterwegs, perfekt für genau so eine Tour. Ich habe davon noch mehr Flaschen bei. So, ich drehe jetzt das Fahrrad einmal um. Wendekreis wie ein LKW. Das Fahrrad ohne den Aufbau wiegt jetzt aktuell 32 Kilo. Ich vermute, und das ist eine reine Vermutungssache, dass dieses Fahrrad insgesamt mit all der ganzen Ausrüstung ca. 50 bis 60 Kilo wiegt. Darauf kommen nochmal gestählte 93 Kilo von mir. Sind wir bei 150 Kilo, oder? Ich habe einfach nicht gerechnet gerade. Okay, aber ich denke mal so 150 Kilo. Die Maximalbelastungsgrenze für dieses Fahrrad liegt bei 160 Kilo. Das heißt, wir haben 10 Kilo Puffer. Geisteskrank. Also das wird auf jeden Fall eine geisteskranke Nummer. Ich weiß nicht, ob alles hält. Ob wir werden ja tendenziell eher leichter. Ne? Ja, wir werden leichter, stimmt, weil wir abnehmen. Und weil unsere Vorräte ja auch weniger werden. Apropos Vorräte, eine super Überleitung für diese Tasche hier, denn in dieser Tasche befindet sich Ausrüstungsgegenstände und Nahrung. Ich habe uns unsere Taschen oder Fahrräder so gepackt, dass wir tatsächlich die ersten 2 Tage bis 2,5 Tage autark unterwegs sein können. Das bedeutet, wir brauchen uns erstmal jetzt 2 Tage lang keinen Kopf machen um Essen und Trinken. Haben wir alles dabei. Wichtig, Gaffertape. Du musst immer daran denken. Eine Rolle Gaffertape und WD-40. Das sind die wichtigsten Sachen, wenn du mit irgendwas fährst, was mechanisch funktioniert. Und natürlich mein Shaker mit am Start. Und hier haben wir natürlich noch 2 vollwertige Mahlzeiten zum Anrühren, denn ich liebe einfach Cookies original. Deshalb. Natürlich brauchen wir auch einen Filter. Ganz wichtig, damit wir uns überall und irgendwo immer Wasser ziehen können und dann einfach filtern. Hat sich auf der DSÜ schon bewährt. What the fuck? Und deshalb glaube ich, dass er auf unserer Prepper-Tour einfach unabdingbar ist. Jetzt kommt ein Haufen Kleinscheiß. Wirklich. Also, Solarpanel. Ich bin gespannt, wie das Ding funktioniert. Mein Plan war gewesen, während der Fahrt, wenn wir quasi durch die Sonne fahren, einfach das Ding hier hinten drauf flanschen. Zack, oder so, oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Müssen wir noch ausprobieren, ob das funktioniert, ob das überhaupt was taugt und ob das überhaupt Sinn macht, sowas mitzuschleppen. Das werdet ihr dann sehen nach dem Video, wenn wir quasi auf Tour sind. Weil mich interessiert natürlich, ob das alles überhaupt Sinn gemacht hat. Wir haben natürlich noch, und jetzt kommt's, ganz wichtig, Bordwerkzeug. Ey, sollte irgendwas an der Karre kaputt gehen, abbrechen oder sich lösen. Denn wir haben nämlich, und das ist in der Betriebsanleitung steht das drin, ab Kilometer 300 sollst du die komplette Bremsanlage einmal mit den Schrauben nachziehen. Das müssen wir natürlich auch tun. Dafür braucht man aber ein echt gutes Multitool. Ich habe mir einmal das hier eingepackt. Ich habe ein Flickset dabei. Und ganz wichtig, ich zeige euch natürlich jetzt nicht alle Taschen, weil bei Chris drüben befinden sich Ladegeräte und auch Wechselschläuche. Wir haben 2 Schläuche bei. Falls jeweils ein Reifen mal kaputt geht, könnte man halt den Schlauch wechseln. Ich habe mit so einem Ding noch nie. Ich habe überhaupt nicht vor, wie das gehen soll. Wie angekündigt, WD-40. So, Kabelbinder. Und jetzt nicht irgendwelche Kabelbinder, sondern die richtig fetten Teile. Weil irgendeine Tasche wackelt oder schlabbelt. Einfach Kabelbinder drum, fertig. Paracord, wichtig. Handschuhe, wichtig. Messer, wichtig. Mückenspray, wichtig. Oh ja. Oh ja. Tactical Food Pack. Kleiner Becher, großer Becher, Titanbecher, Edelstahlbecher. Ganz wichtig, auch immer ein Multitool bei haben. Ein dickes, fettes Leatherman. Hier oben hast du eine Drahtschere dran. Wichtig, falls du mal eine Speiche knacken musst oder was auch immer. Hier ist ein Messer dran. Ich habe auch noch mal ein kleines Multitool dabei. Einfach für den schnellen Handgriff. Eine Taschenlampe habe ich am Mann. Da haben wir das Waschmittel, was du quasi in der Natur benutzen darfst. Das hast übrigens du auch. Also Chris hat quasi das hier. Becher, Solarpanel und auch das Zeug hast du simultan. Du hast auch genauso viel Essen bei. Und wir haben aber nur einen Wasserfilter dabei, weil ich glaube, einer reicht völlig für uns beide. Ja. Dann, ganz wichtig, Kaffee. Ein Apfel? Nö, nee, arschgeile Nummer. Den habe ich bestimmt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und hier oben habe ich noch eine Tasche. Und zwar musst du mal reinschauen. Ich will das jetzt nicht auspacken. Das Esskochgeschirr. Und zwar, ich zeig's mal ganz kurz. Ja, wir gehen auf Esbit. Gas ist das Problem, unzuverlässig. Du musst Gaskartuschen mitnehmen. Ja. Zur Not kannst du auch hier ein kleines Feuer drin machen und deine Tasse heiß kriegen. Wir haben genug Esbit-Tabletten bei. Wir haben hier noch mehr Tabletten. Geil haben wir auch bei hier. Das sind Handtücher. Wichtig ist natürlich auch noch ein Titanlöffel. So, die Tasche ist jetzt leer. Arschgeile Nummer. Du siehst selber, was da alles reingeht, ist schon echt geisteskrank. Kommen wir zur letzten Tasche. Aber wie ich finde, auch einer mit der wichtigsten Taschen. Und zwar ist das meine Schlaftasche. Nee, stimmt gar nicht. Erstmal Regenjacke. Ganz richtig. Auf der Tour, wir haben beide dieselbe Regenjacke. Ich habe sie getestet. Sie ist wasserdicht. Das war mir nämlich wichtig. Sie hat ein kleines Innenpolster. Das bedeutet so ein bisschen Softshell. Das heißt, wir brauchen da nicht gleich eine Wärmejacke drunter ziehen. Weißt du? So, du siehst selber, relativ lang, relativ gut. Ne? Mhm. Alles easy peasy.
Chris hat die gleiche. Also ich glaube, gerade bis sowas Regen. Ich glaube, Temperaturprobleme sollte man nicht bekommen. Aber ja, wenn dann halt Regen. Ne? Weißt du, wie kalt es wird, wenn es immer richtig schüttet und so in die Winter durchzieht? So, pass auf. Ein Handtuch. Wichtig dabei natürlich erstens ein Mikrofaser-Schnelltrocknen-Handtuch und ein schön großes. So. Kopfkissen, 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 Kopfkissen. So. Isomatte. Da habe ich die Expat, mein Ultraleicht-Schlafsack von der DSÜ. Das ist halt Daune, das ist halt einfach perfekt. Hat eine Komforttemperatur von minus 5, vom Vorlimit minus 12 und extrem minus 32. Wiegt 1300 Gramm und ich sollte nicht frieren. So, das war's. Die Taschen sind leer. Also du siehst quasi, bis auf das Zelt, was ich jetzt nicht abgemacht habe, weil ich da keinen Bock drauf habe. Und wir haben hier natürlich auch noch ein Pfefferspray bei. Falls Tiere uns von der Seite so angreifen, kann ich hier so zwei Fahrradfahrt. Und ich war hinter dir und krieg dann das alles ab. Wichtig ist natürlich auch noch, und das habe ich jetzt hier noch dabei, und zwar ein ordentliches Bügelschloss. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Kann man auch als Hieb und Stich und Keule nehmen. Zum Erschlagen von irgendwas, kein Wild. Nein, ich meine, das passt. Aber falls wir unsere Fahrräder mal irgendwo festschnüren müssen oder so, und wir mal, weil wir müssen ja auch looten. Wir sind auf einer Prepper-Tour. Wir müssen ja auch wieder Nahrung finden. Dann müssen wir die irgendwo festschließen. Sonst werden die geklaut. Chris hat auch exakt das gleiche Schloss. Ich überlege gerade mal ganz kurz bei dir, ob du irgendwas hast, was anders ist. Naja, ich habe die Drohne halt auch mit da drin. Genau, du hast halt hier auf der Seite in deinem Technik-Case hast du halt noch die neue Drohne. Das ist die Challenger 4. Die startet so. Nein, wir haben hier die Ladegeräte drin für die Akkus. Wir haben aber nur zwei Ladegeräte. Das bedeutet, wir können maximal gleichzeitig zwei Akkus laden. Darum ist das hier vorne auch nur ein Notfallakku. Sollten wir mal nicht laden können. Denn das ist nämlich die einzige Sache, die wir nicht autark haben. Wir werden jetzt so autark als Fahrräder unterwegs. Wir könnten auch die Fahrräder ohne Akku fahren. Ist halt nur arschschwer, Alter. Das sind halt 60 Kilo Betrieb. Das ist ja das Spannende. Lohnt sich ein E-Bike quasi, um damit eine riesen Fahrradtour zu machen oder nicht? Und genau das kriegen wir ja raus. Darum sind wir ja heute hier. Und deshalb gehen wir ja auch auf die große Tour. Drohne, damit wir ein paar geile Aufnahmen schießen können und noch einen Footprint. Und damit sind wir eigentlich soweit durch bei dem. Hier kann man noch kurz die GoPro zeigen, zack. Wir haben ja unseren Klemmgriff reingemacht. Wir haben auch Headstraps. Kann ich mal kurz dazu sagen, dass ich letztes Mal vor einem Jahr Fahrrad gefahren bin oder so? Arschgeile Nummer. Also wenn ihr jetzt nicht verpassen wollt, ja, wie diese Tour wird, was wir hier erleben, Kanal abonnieren und nächste Woche kommt dann quasi das Video, wo wir die ersten Kilometer schrubben. Ich wasche meine Hose auf. Ich auch. Ja, ist einfach. Ach ja, klar, was haben wir an? Das kannst du mal zeigen, genau. Was haben wir an? Wir haben beide identisch die gleiche Hose an. Das ist ja, wir haben uns überlegt, das Coole bei der Hose ist, du kannst halt unten abmachen. Das heißt, kurze Hose, lange Hose, je nachdem, wie das Wetter ist. Mach mal ein Hosenbein ab, damit man das mal sieht. Gerade ist halt wirklich warm. Wir lassen die einfach unten hängen, finde ich. Wir nehmen die Beine nicht ab. Einfach so oder was? Ja, ja, so. Alter. Wir übernehmen das einfach wie bei Fritz seiner Tour mit dem Mock auf dem Bock. Ich freue mich. Es wird eskalativ. Und natürlich gibt es auch eine Fahrradhose. Zeig mal. Ja. Ja, da gehen wir rein. Oh, ist ein bisschen wie so eine Windel. Ja, zeig mal, mach mal drin auf links. Präventiv. Ja, sieht doch gut aus. Antischock Gel Pad. Sehr schön. Dann zieh mal an die Hose. Erstmal schön am Hauptbahnhof. Erstmal schön hier die Hose aus. Welche Polizei wieder? Ja, die war noch lieb. Man könnte jetzt auch einfach die Hose noch ausziehen, aber hygienischer ist es schon. Und gleich noch ein bisschen mehr Polster. Zeig mal. So, dann hat man auch ein bisschen was in der Hose auf einmal. Boah, ist schon geil. Die Backen hier, das fühlt sich aber komisch an. Ja, das ist ja dazu da, dass das halt schützt. Na, damit sind wir ready. Jupp, meine Süßen. Das war die Ausrüstung zur großen Prepper E-Bike Tour 2021. Hinter uns sieht man den Hauptbahnhof von Hof. Und hier starten wir jetzt auf den Todesstreifen. 1000 Kilometer bis nach Travemünde. Wenn die Akkus irgendwann ausfallen sollten, haben wir echt ein großes Problem. Du fängst jetzt schon an rumzujammern, Chris. Das wird noch zornig, glaube ich. Wir werden uns noch ganz schön anhassen. Einfach ein Panzer. Irgendwas habe ich verloren. Arschgeile Nummer. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich habe euch lieb, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.